Ja, ich denke, es sind halt generell sehr wichtige Werte. Also es bringt ja nichts, wenn manche Staaten intoleranter sind als andere. Und dasselbe habe ich auch in meinem Privatleben. Wenn ich intolerante Menschen kennenlerne, finde ich es halt nicht so gut, wenn die jemand anders nicht so akzeptieren, wie er ist. Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Freude. Respekt, Toleranz und Achtsamkeit. Loyalität, Ehrlichkeit und Chancengleichheit, also Toleranz. Gemeinschaft, Vertrauen und Integrität. Ehrlichkeit, Zuversicht und auch der Zusammenhalt extrem wichtig. Ehrlichkeit, Liebe und Gerechtigkeit. Ehrlichkeit, Zufriedenheit und einfach gleiche Werte, Gemeinschaft. Meinungsfreiheit, Teilhabe und Kultur. Toleranz, Akzeptanz und Meinungsfreiheit. Gemeinschaft, Vertrauen und Ehrlichkeit. Love and Truth, Liebe und Wahrhaftigkeit, Freundschaft. Also vor allem Toleranz, Chancengleichheit. Ja, ein Wert für eine Gesellschaft. Ja, Ehrlichkeit, auch dass man ehrlich miteinander umgeht. Auch Ehrlichkeit, wenn es geht, auch Gerechtigkeit. Und ja, Liebe ist ein bisschen ein großer Begriff, dann eher Frieden. Hältst du dich an diese? Ich will zumindest. Meinungsfreiheit, Kultur und Teilhabe. Okay, jetzt, du lachst schon. Du hast jetzt die gleichen Werte genommen. Warum? Weil Europa eine Gemeinschaft ist und weil Europa eine Gesellschaft ist. Wir sind, werden ja oftmals mit den Amerikanern zusammen als westliche Welt bezeichnet, sozusagen. Natürlich haben wir viele Unterschiede und auch kulturelle Unterschiede. Aber im Großen und Ganzen sind die Werte, die Europa verbindet, die gleichen. Und deswegen sind wir eine Gemeinschaft von Länderbund, von verschiedenen Ländern, die zusammen eine Gemeinschaft bilden. Respekt. Gemeinschaft. Und ja, auch Achtsamkeit. Hältst du dich persönlich an diese? Ja. Eigentlich auch Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit und ja, auch Verantwortungsbewusstsein. Jetzt hast du ja einen Wert anders gesagt, hat das einen bestimmten Grund? Für dich persönlich und für die Gesellschaft? Ja, ich finde, gerade als Gesellschaft, also jeder Einzelne sollte Verantwortung übernehmen, aber gerade als Gesellschaft sollte man Verantwortung übernehmen, vor allem für die, die es schwerer haben. Gemeinschaft, Vertrauen und Zusammenleben. Hältst du dich an diese? Ich versuche es, ja. Gemeinschaft, Vertrauen, Transparenz. Hältst du dich an diese? Ich versuche es, ich bin bemüht. Vertrauen, immer an das Gute glauben und so auch handeln. Hältst du dich an diese? Ich denke schon. Empathie, Offenheit und Respekt. Freiheit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Ja, ich würde sagen, genau das Gleiche. Ehrlichkeit, Zuversicht und auch Zusammenhalt. Und was würdest du sagen, warum du jetzt die gleichen Werte genannt hast? Einfach aus dem Grund, weil eine Gesellschaft eben auf einem Einzelnen basiert, ja, auf mehrere Einzelnen. Und wenn alle eben die gleichen Werte auch symbolisieren, hat man auch einen guten Zusammenhalt oder einfach eine gute Gesellschaft.